Wie ihr hier sehen könnt, steht das Stadion Rote Erde direkt neben dem Westfalenstadion der Profimannschaft. Die Kampfbahn Rote Erde war bis zum Bau des neuen Stadions 1974 lange Zeit die Heimspielstätte der Profis. Heute passen laut Regularien offiziell noch 9.999 Zuschauer bei Fußballspielen ins Stadion, die eigentliche Kapazität beträgt sonst noch immer 25.000 Plätze. Zu den Hochzeiten des Stadions kamen über 40.000 Zuschauer, um die Spiele von Borussia Dortmund hier zu sehen. Auch heute sind die Spiele der U23 noch gut besucht, vor allem wenn die Profis nicht parallel spielen, eine wirklich tolle Sache für die Nachwuchskicker in Schwarz-Gelb. Wir bleiben im Ruhrgebiet und springen von Dortmund rüber ins Stadion Niederrhein vom Traditionsverein Rot-Weiß Oberhausen. Eröffnet wurde die Spielstätte bereits im Jahr 1926 und sie wird damit in den kommenden Jahren ihren 100. Geburtstag feiern. Die maximale Auslastung beträgt 17.165 Zuschauer. Im Jahr 2017 wurde die ehemalige Tribüne in der Emscher-Kurve abgerissen und durch eine neue Stehplatztribüne ersetzt, auf der die RWO-Fans ihre Mannschaft unterstützten. Der Verein arbeitet momentan an einer Lösung, seine Spiele in dieser Corona-Saison gegen einen kleinen Preis ins Internet zu streamen, damit alle Fans die Möglichkeit haben, die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft zu sehen. Finde ich eine gute Lösung und ich drücke die Daumen, dass der Verein das auch realisieren kann. Von Oberhausen reisen wir rüber ins besinnliche und überschaubare Tecklenburger Land zu den Sportfreunden Lotte. Die sind für mich vor allem wegen ihrer Torhymne erwähnenswert, die mir zuletzt beim Torhymnenquiz sehr viel Freude bereitet hat. Wer von euch es nicht kennt, ich kläre euch auf, es sind die Sportfreunde Lotte. Das Stadion am Lotter Kreuz gibt es seit 1986 und es kann bis zu 10.059 Zuschauern Platz bieten. Der Name des Stadions resultiert aus der direkten Lage am Autobahnkreuz Lotte, Osnabrück. Knapp 50 Kilometer östlich von Lotte liegt die Heimstätte des SV Rödinghausen. In der abgelaufenen Saison war der SVR Spitzenreiter der Regionalliga West, beantragte aber keine Lizenz für die dritte Liga. Der Hauptgrund für den Rückzug vom Aufstieg war das heimische Hecker-Wien-Stadion, das für den Aufstieg zwingend hätte umgebaut werden müssen. Zurzeit fasst es knapp 3000 Zuschauer. Wie ihr den Bildern hier und der maximalen Zuschauerkapazität entnehmen könnt, ist das Stadion also relativ klein und kann den Anforderungen der dritten Liga nicht gerecht werden. Der DFB erwartet mindestens eine Kapazität von 10.000 und einem Zuschauer. Bei der Beurteilung spielen aber noch andere Faktoren wie die Trennung der Fanlager und ähnliches eine wichtige Rolle. Etwas bekannter als der SVR sind wohl die Drittliga-Absteiger von Preußen Münster, die kommendes Jahr in der Regionalliga West starten werden. Das Preußenstadion ist ein in meinen Augen wirklich schöner alter Bau, der wie das Niederrheinstadion von RWO aus dem Jahr 1926 ist. Zum Zeitpunkt der Erbauung galt das Preußenstadion als eines der modernsten Fußballstadien Deutschlands und hatte ein Fassungsvermögen von ca. 40.000 Zuschauern. Die maximale Auslastung heute hingegen beträgt genau 14.300 Personen. In den letzten Jahren hatte der Verein einen Schnitt zwischen 5.000 bis 7.000 Zuschauern und rangiert somit bei einer Stadionauslastung um die 40-50%. Die Münsteraner sind als Absteiger natürlich automatisch auch ein Favorit für den direkten Wiederaufstieg. In diesen Favoritenkreis gesellt sich definitiv aber auch Rot-Weiß Essen. Der Verein aus dem Herzen des Ruhrgebiets hängt seit Jahren in der Regionalliga am Tropf und schafft es einfach nicht, sich aus dem Amateurfußball loszureißen. Das Stadion Essen jedenfalls ist mindestens drittligareif und die Fans in Essen sowieso. Der Stadionneubau löste im Jahr 2012 das legendäre Essener Georg-Melches-Stadion ab und kann heutzutage bis zu 20.000 Zuschauern Platz bieten. Die Heimtribüne der Essener ist die Westtribüne, die im Neubau allerdings gar nicht mehr im Westen steht. Weitere Infos zum Stadion Essen verlinke ich dir jetzt in der Infokarte und in der Videobeschreibung unten. Von Essen aus hangeln wir uns weiter durchs Ruhrgebiet in Richtung meiner Heimatstadt Duisburg. Hier spielt der VfB Homberg im PCC-Stadion, das zeitgleich auch die Frauenmannschaft des MSV Duisburg beheimatet.
Das Stadion liegt in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Hier kann man vor oder nach den Spielen dann noch schön spazieren gehen, sollte man daran Interesse haben. Ich kann es jedenfalls nur empfehlen. Erbaut wurde das PCC-Stadion 2003 und beträgt heute eine Kapazität von 3000 Zuschauern. Damit ist es ähnlich klein wie das Stadion des SV Rödinghausen. Wieder zurück in der Regionalliga West ist in der Spielzeit 2021 der Traditionsverein Rot-Weiß Aalen. Die Aalener sind übrigens der einzige rot-weiße Verein, der keinen Bindestrich im Namen hat. Der Grafikdesigner hat ihn damals schlicht und ergreifend einfach vergessen. Sie spielen im Verse-Stadion vor maximal 12.500 Zuschauern, also im Normalfall so ganz ohne Corona. Aufgrund der damaligen Insolvenz gab der Verein das Stadion an die Stadt zurück und ist somit heute nur noch Gast im eigenen Stadion. Wenn man von Rot-Weiß Aalen spricht, dann muss auch ich hier die Namen Kevin Großkreuz und Marco Reus einmal in den Raum werfen. Beide streiften sich eine Zeit lang das rot-weiße Trikot über, bevor ihre Karrieren dann so richtig Fahrt aufnahmen. Wie auch die Aalener stieg ebenfalls der SC Wiedenbrück aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West auf. Der Stadionname des SC ist ein in Deutschland vermutlich sehr weit verbreiteter Stadionname. Schlicht und ergreifend Jahnstadion. Das Wiedenbrücker Jahnstadion ist ein reines Fußballstadion ohne umfassende Laufbahn- oder Leichtathletikanlagen. Die Zuschauerkapazität liegt bei 2550 Plätzen, eröffnet wurde es im Jahr 1950. Der dritte Aufsteiger im Bunde ist der SV Strahlen, der wieder zurück in der Regionalliga angekommen ist. Nach einem Intermezzo in der Oberliga Niederrhein ist der SVS zurück in der höchsten Amateurspielklasse angekommen. Hier an der niederländischen Grenze steht das Stadion an der Römerstraße. Hier können bis zu 3500 Zuschauer den Spielen beiwohnen, aber nur tagsüber, da das Stadion keine Flutlichtanlage besitzt. Im Jahr 2018 wurde für den damaligen Aufstieg extra ein Gästeblock für 1200 Fans ins Stadion integriert. Für Risikospiele wollte der SVS im Zweifelsfall eigentlich ins benachbarte niederländische Venlo ausweichen, was aber aufgrund der Statuten nicht möglich war. Alle Spielorte der Regionalliga West müssen zum Westdeutschen Fußballverband gehören. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann wollen wir auch direkt hier die Aufstiegsrunde komplettieren. Der vierte Aufsteiger ist der FC Wegberg Beek, der den Wiederaufstieg aus der Mittelrheinliga geschafft hat. Der Verein aus Wegberg im Kreis Heinsberg kann im heimischen Waldstadion bis zu 5000 Zuschauer beherbergen. Neben der zu Beginn des Videos erwähnten U23 von Borussia Dortmund spielen auch noch weitere U23-Mannschaften in der Regionalliga West. Da hätten wir zum Beispiel die zweite Mannschaft des 1. FC Köln, die keine U23, sondern eine U21 ist. Sie spielt im Franz-Krämer-Stadion, das 1971 als Amateurstadion eröffnet und 6 Jahre später dann nach Franz Krämer benannt wurde. Franz Krämer war der erste Präsident des 1. Fußballclubs Köln. Heutzutage können bis zu 5457 Zuschauer im Stadion untergebracht werden. Wo die Kölner sind, dürfen die Gladbacher natürlich nicht fehlen. Auch die U23 der Fohlen spielt in der Regionalliga West. Das Heimstadion der Nachwuchsfohlen ist das Grenzlandstadion, in dem auch die Frauenmannschaft der Borussia aufläuft. Das 1927 eröffnete Stadion fasst heute noch 10.000 Zuschauer. Früher belief sich die Kapazität auf bis zu 30.000. Direkt neben dem Grenzlandstadion liegt das Jahnstadion des RSV Reit, was gerade umgebaut wird. Und mit direkt nebenan meine ich wirklich direkt nebenan, man kann von einem Stadion zum anderen hinüberlaufen. Jetzt haben wir schon das Derby zwischen Köln und Gladbach, dann wollen wir direkt auch noch die Düsseldorfer in diesen illustren Kreis mit aufnehmen. Auch die U23 der Fortuna spielt in der Regionalliga West und zwar im Paul-Janes-Stadion. Ein wirklich schickes, altes Ding im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Die Profimannschaft nutzte das Paul-Janes-Stadion in ihrer Geschichte gleich mehrmals, von 1930 bis 1972 und nochmals von 2002 bis 2005. Seit 1990 trägt das Stadion den Namen des langjährigen Düsseldorfer Fußballnationalspielers Paul Janes. Bis dahin hieß das Stadion Fortunaplatz bzw. Flingerbräuch. Der Zuschauerrekord des Stadions beträgt 36.000 Fußballfans beim Spiel gegen Schalke 04 aus dem Jahr 1950.
Eine U23-Mannschaft bin ich euch jetzt noch schuldig. Auch die berühmte Knappenschmiede aus Gelsenkirchen ist in der Regionalliga West vertreten. Lange Zeit hüpften die Schalker auf verschiedensten Plätzen durch die Regionalliga, was vor allem den Fans sauer aufstieß. Für viele war ein zukünftiger Besuch der Amateurspiele mit einer festen Spielstätte auf Gelsenkirchen am Boden verbunden. Die Knappen spielten oft in Wanne-Eickel oder auch mal in Bottrop. Jetzt ist der Umbau des alten Parkstadions so weit fertiggestellt, dass die U23 wieder mitten in Gelsenkirchen spielen kann, in einem sehr altehrwürdigen Stadion. Das wird nicht nur dem Zuschauerschnitt, sondern vermutlich auch der Fanunterstützung in Gelsenkirchen guttun. Neben der gerade angesprochenen U21 des 1. FC Köln stellt die Rheinmetropole mit dem SC Fortuna Köln einen weiteren Club in der Liga. Seit seiner Eröffnung 1976 ist das Südstadion die Heimspielstätte der Fortuna. Seinen Namen verdankt das Stadion der Lage im Herzen von Köln-Zollstock. Das Stadion wurde 1999 Schauplatz der wohl legendärsten Trainerentlassung im deutschen Fußball, als der damalige Präsident den damaligen Trainer Toni Schumacher zur Halbzeitpause entlassen hat. Insgesamt verfügt das Südstadion über eine Kapazität von über 11.700 Plätzen. Unweit von Köln entfernt liegt die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Im Bonner Sportpark Nord ist der Bonner SC beheimatet. Das Stadion ist vor allem für seine Tribüne und dessen markantes Dach bekannt. Eingeweiht wurde das Stadion 1970 und es liegt im gleichnamigen 160.000 Quadratmeter großen Sportpark Nord. Wie man auf den Bildern sehen kann, ist das Stadion etwas abgesenkt im Vergleich zum äußeren Rund. Das liegt daran, dass das Gelände des Stadions zuvor als Müllkippe genutzt wurde und vor dem Bau des Stadions durch eine sogenannte Auskiesung abgesenkt worden ist. Weniger bekannt als der Bonner Sportpark Nord ist vermutlich das Stadion an der Paffrather Straße vom SV Bergisch Gladbach 09, welches aktuell den Sponsorennamen Belkaf Arena hält. Hierbei handelt es sich um ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage für maximal 10.500 Zuschauer. Eröffnet wurde es im Jahr 1986 und gehört damit zu den jüngeren Stadien in der Regionalliga West. Bleiben also noch drei Stadien übrig. Da wäre zum einen das Stadion am Zoo des Wuppertaler Sportvereins. Was für ein Bauwerk! Halleluja! In der Schwebebahnstadt bin ich immer wieder gerne, um mir dieses Ding anzuschauen. Die Stehtraversen sind alle nicht überdacht in Wuppertal, was den ein oder anderen WSV sowie Gästefan in den Kurven schon hat ordentlich nass werden lassen. Eröffnet wurde das Stadion bereits im Jahr 1924, ist damit also das älteste Stadion in dieser Runde. Die Kapazität beträgt 23.067 Zuschauer. Lange Zeit verfügte das Stadion am Zoo, damals auch Bergisches Stadion genannt, über die vermutlich schnellste Radrennbahn der ganzen Welt. Die Haupttribüne selbst ist nicht ganz so alt wie das Stadion, da die alte einsturzgefährdet war, wurde sie Anfang der 90er Jahre ausgetauscht. Da waren's nur noch zwei. Das vorletzte Stadion in diesem Video gehört dem SV Lippstadt 08. Der Verein aus Ostwestfalen scheint sich über die letzten Jahre in der Regionalliga West etabliert zu haben. Seit 2015 spielen die Lippstädter im Stadion am Bruchbaum vor bis zu 4000 Zuschauern. Jetzt wird's ein bisschen komplizierter, Leute. Das heutige Stadion am Bruchbaum wurde auf dem Gelände des ehemaligen Stadions am Bruchbaum errichtet. Dieses war zuvor die sportliche Heimat von Borussia Lippstadt und wurde vom SV Lippstadt als Trainingsgelände genutzt. Das neue Stadion am Bruchbaum ist also nun nicht mehr das Trainingsgelände oder die sportliche Heimat von Borussia Lippstadt oder sonst irgendwem, sondern die Heimspielstätte des Regionalligisten SV Lippstadt 08. So, jetzt erstmal Luft holen. Zu guter Letzt hätten wir dann noch das größte Stadion der Regionalliga West im Köcher, den bundesweit bekannten Aachener Tivoli. Der neue Tivoli wurde 2009 eröffnet und kann maximal 32.960 Zuschauer beherbergen. Das Stadion liegt in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen alten Tivoli, zu dem es ebenfalls ein Video hier auf meinem Kanal gibt. Ich verlinke euch das Video in die Infokarte und in die Videobeschreibung. Der neue Tivoli war das erste Stadion in Deutschland, das mit einer FIFA-zertifizierten Torlinientechnologie ausgestattet wurde.
Am 7. Februar 2015 kam es auf dem Tivoli dann zu einem Zuschauerrekord in der Regionalliga. Beim Spiel um Platz 1 in der Liga spielte die heimische Alemannia damals gegen Rot-Weiß Essen vor ausverkauftem Haus. Dazu wurde das Spiel live im WDR übertragen, die Aachener siegten damals mit 1:0. Zum Aachener Tivoli gibt es noch so viel mehr zu erzählen, das werde ich aber bald in einem eigenen Video hier auf meinem Kanal tun. Deswegen vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch auch noch einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Samstag hier bei Stadion Turi, meine Freunde. Haut rein. Ciao.